So, willkommen zurück, meine DLC-Zuschauer, natürlich. Oder ihr könnt auch gerne meine DLC sein. Bei Mario wart ihr meine Gesichtsfelsen. Wer das weiß, wer New Super Mario Bros. U geschaut hat, dann seid ihr eben hier meine DLCs. Zuschauer. Oder Abonnenten, wie man es nennen möchte. So, schauen wir mal, ob wir uns irgendetwas leisten können. Wir können uns das hier leisten. Ich würde sagen, das holen wir uns dann auch. So, vorgelesen habe ich das ja schon im letzten Part. Ich nehme das Projekt übrigens relativ im Stück auf. Also, denke ich mal zumindest. Es ist gerade mitten in der Nacht und ich bin gerade dabei, so relativ viel davon aufzunehmen. Also schauen wir mal, wie weit ich komme. So, jetzt kommt dieser schöne Psychotyp wieder. Schauen wir mal, was wir ihm jetzt entgegenzusetzen haben. Mit unserem DLC. Dann, dann, dann. Warte, ist das limitierte limitierte Edition? Psychologisches Kriegspack? Das ist, klingt sehr schlecht Wort für Wort übersetzt, aber gut. Natürlich. Nur erhältlich als Vorbestellung exklusiv? Yes. Oder jupp. Kann ich's haben? Wirst du mich dann alleine lassen? Deal. Ich weiß nicht mal, warum ich es haben wollte. Ich will's einfach. Okay. Soll mir recht sein. Solange hier ganz, ganz viel Geld rumliegt, bin ich mehr als zufrieden. So, schnappen wir uns alles. Da ist wieder eine Wand. Da gehen wir kurzerhand mal durch. Okay. Das war ein langer Weg. Nur für ein paar Münzen. Kann ich hier irgendwo hoch? Scheinbar nicht. Wer bist du denn? Phil. Ich bin ein Füll-NPC. Ich habe nichts beizutragen zu der Situation. Hey. Du verarschst mich, richtig? Ich weiß nicht mal, wie ich hier runtergekommen bin. Okay. Also ich weiß nicht einmal, wie ich hier runter... Wie ich hier gelandet bin, könnte man auch sagen. Ist natürlich immer schwer, das gleichzeitig so zu übersetzen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise, weil die Musik doch ein bisschen lauter geworden ist. Aber es sollte passen. Also laut Testaufnahme hat es zumindest gepasst. Aber ich kann ja gleich nochmal nach Part 2 schauen. Bin ich vielleicht die ersten zwei Parts zu leise oder sonst was. So. Hey, liebes Schaf. Ich muss dich leider töten. Weil irgendwas werde ich davon später haben. Ich weiß es. Glaube ich. Ich hoffe es. There's treasure up there. I can see it. But I can't reach it. Dort oben ist ein Schatz. Ich kann ihn sehen, aber nicht erreichen. Oder ich kann ihn sehen. Den Schatz, ja. Aber nicht erreichen. Doch, natürlich kann ich ihn. Nein. Aber doch, ich kann ihn erreichen. Ich muss jetzt zurückgehen, weil ich genügend Geld habe. Nochmal zum Shopkeeper und kann mir den Doppelsprung holen. Mit dem Doppelsprung stehen mir natürlich wieder 1000 Möglichkeiten offen. Nein, hier unten wollte ich nicht rein. Ich wollte hier oben lang. So. Hallo. Doppelsprung. Yes, mehr DLC bitte. Ich möchte bitte den Doppelsprung. Big Spender. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was da dabei stand. Tut mir leid. Aber wir können jetzt doppelt springen. Dort oben ist noch ein Schaf, was ich umbringen möchte. Deswegen wollte ich auch als erstes gleich mal dort hochklettern. Kletten? Klettern. Da bin ich fast runtergefallen. So, und jetzt dieses Mal. Haha! Stipp, Bäumchen. Ach, das Bäumchen ist da, dass das Schaf nicht runterkommt. Oh, jetzt ist es unten. Kann man da hier irgendwas machen mit den Dingern? Nö. Okay. Aber die Schafe sind ja wahrscheinlich nicht umsonst da. Also werden wahrscheinlich letztendlich irgendwann einen Sinn erfüllen. Wir schauen jetzt erstmal weiter links lang. Ob wir dort noch mehr Sachen finden, die wir erledigen können. So. Dort oben ist etwas. Etwas leicht erreichbares. Gut. Oh, und das war ein Zylinder. Das war ein Zylinder aus Münzen. Das habe ich gesehen. Toppet Pack. Oh, Gottes Willen. Ich wusste es. Ich brauche diesen Zylinder. Scheiß auf alles andere. Was ist hier? Pet Pack. Okay. Also Haustierpaket. Toppet ist Zylinder. Sollte sich aber auch erübrigen. Na, wer bist du denn? Du siehst recht gelangweilt aus. Oder grimmig. Old Man. Hey, Hero, over here. Hey, Held, hier drüben. Was? Mein Name ist nicht Held. Dank der Göttin, dass du gekommen bist, oder?
Gott sei Dank bist du gekommen, Held. Ich brauche deine Hilfe. Wölfe haben Kinder von der Stadt gestohlen. Ich. Zudem habe ich noch mein altes... Mein verzaubertes Buch der Zauber verloren. Ja, verzaubert das Buch der Zauber. Warum nicht? Was? Wölfe? Kinder? Und ich kann meine Angel nicht finden. Wow, wow. Verzaubert? Angel? Nein, es ist keine normale Angel. But it's lucky. Du musst die Kinder retten. Recover. Doch Gott, ich lese gerade Englisch und versuche gerade gleichzeitig zu übersetzen. Du musst die Kinder retten, das verzauberte Buch zurückholen und meine Angel finden. Ich... Du weißt was? Weißt du was? Nein. Einfach nein. Ich kenne dich nicht mal. Versuch deine eigenen Probleme zu lösen. Ich bin beschäftigt. Einfach abgewiesen. Okay. Hier ist nichts Plotwichtiges, oh. Aber... Hier ist nichts Plot... Ja, nochmal. Hier ist nichts Plotwichtiges, aber der Bösewicht... Denn der Bösewicht ist nach Westen gewandert. Nein, nicht nach Westen, nach Osten. Gut. Hier ist nichts Plotwichtiges, denn der Bösewicht ist nach Osten. Erinnerst du dich? Ja. Ich kann ja trotzdem dieses Schild lesen. Okay. Warum auch immer ich da rein kann. So. Zu dem Schaf komme ich doch auch noch hin. Irgendwas hat es mit den Schafen auf sich, sonst wären die nicht die ganze Zeit so versteckt. Bestimmt kriegt man noch irgendwas einen Bonus, wenn man alle Schafe tötet. So, den Top-Pad habe ich auch freigespielt. Komme ich hier rechts runter? Ah ne, ich komme hier durch. Okay. Hatte ich ganz vergessen nachzuschauen. Gott sei Dank bin ich ja nochmal nachträglich hingelaufen. So, jetzt haben wir 90 Münzen. Schon mal gut. Aber leider habe ich dieses dringende Bedürfnis, mir den Zylinder zu kaufen. Ich fände es lustig, wenn nicht alle DLCs hier Zwangskauf sind. Zum Beispiel wie das mit dem Zylinder und dem Rüstung des Pferdes. Das wäre schön. Aber wir können mal schauen. Ja. Yep. Top-Pad, nur 5. Oh ja, den kaufe ich. Allein, weil es einfach ein Zylinder ist. Und Small-Pad. Gut. Schauen wir jetzt. Du gehst ein Schmucken. Denke ich mal, dass Smug heißt. Ich weiß gar nicht, was Smug heißt. Smug. Noch ein Wort, was ich nicht kenne. Ich sage einfach Schmuck. Du kriegst einen Schmuckenlook und auf deinem Gesicht, als könntest du sagen, schaut mich an, ich habe einen neuen Hut. Kaufen. Und süß. Frankly? Was ist Frankly schon wieder? Ach, Gottes Willen. Gut, Frankly. Über anything at this point. Das heißt so viel wie, du bist eh so weit, dass du alles... zu diesem Zeitpunkt kaufst. Okay. Da ist mein Haustier. Untersuchen. It's a gold. Es ist ein Goldfisch. Du tippst an das Glas, aber der Fisch ist... Was? Oblivious? Obvious hätte ich jetzt verstanden, aber oblivious? Ich glaube, ich brauche mehr Englischunterricht. Whatever it does, it is doing it now. Was auch immer der Fisch tut, der macht es gerade. Okay. Aber ich habe einen Zylinder. Das reicht mir schon. Und da können wir jetzt auch hoch. Dort haben wir ja vorne überhaupt das DLC angeboten bekommen, dass wir hier hoch dürfen. Deswegen wollen wir uns auch hier oben erstmal schön umgucken. Ich schneide mal den Baum noch nicht kaputt. Hey, gib mir das. Stipf, Schaf. So... Um Gottes Willen. Am Ende falle ich hier noch irgendwo runter und muss nochmal alles von vorne klettern. Na gut, hier ist glaube ich nicht so viel, was man verpasst, wenn man runterfällt. Die nehme ich auch noch mit. Brauchen wir ja unser Geld für die ganzen DLCs natürlich. Es wäre dieses Spiel nur ohne DLC. Da ist eine Decke im Weg. Und hier wird wahrscheinlich eh gleich wieder, ja, eine unsichtbare Wand in der Nähe sein. Das ist aber kacke. Ach, hier. Okay. Sexy Outfit Pack. Um Gottes Willen. Will ich das überhaupt haben? Ich
Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal da hoch und mir die Münzen holen. Und das Schaf. Ich bin hier, um das Schaf zu holen. Dead. Totes Schaf ist gutes Schaf. So. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel letztendlich sein wird. Ich hoffe, dass es ein bisschen anhält. Wenigstens. Aber es sieht schon mal... Also es macht mir schon mal Spaß. Da ist ein Schaf. Das muss ich töten. Was sagt denn sonst meine Familie, wenn ich nicht alle Schafe umbringe? Also nochmal hoch. Mal da links. Und ich töte alle Bäumchen. Einfach, weil sie da sind. So. Da ist nichts auf der linken Seite. Ich wollte schon rechten Seite sagen. Bin schon selber ganz verwirrt. Aber da ist ein Schaf. Feedback. Okay. Ja, komische Stelle für Feedback, aber gut. Ich denke, ich habe alles hier abgesucht. Da ist ein weiteres totes Schaf und ja. Okay. So, war da unten noch irgendwas, was ich nicht erreicht habe? Und Doppelsprung, ich weiß es gerade gar nicht. Ich laufe einfach mal durch. Ich glaube nicht. Du bist noch Story-unwichtig. Story-unrelevant. Hier sind noch ein paar Bäumchen. So, ich habe mein Schwert nicht umsonst geschärft. Dann schauen wir mal, wie viel das sexy Outfit kostet. Nehmen wir das auch noch mit? Ja, natürlich nehmen wir das auch noch mit. Sexy Outfit. Okay. Ach, hier sehe ich, was ich schon gekauft habe. Da kann ich auch nochmal beim Jump Pack gucken. Schauen. Oh Gott. Nein, nicht die Meme-Anspielung. We heard you like jumping, so we put a jump in your jump. So you can jump while you jump. Sehr schön, aber an sich. Wir haben gehört, dass du springen magst. Also haben wir einen Sprung in deinen Sprung gepackt, dass du springen kannst, während du springst. Um es auf Deutsch zu übersetzen. Aber gut. Kaufen wir uns das Map Pack. Bei welchem was stand? Some companies give away maps for free. Manche Firmen geben Karten umsonst her. Tja, die leider nicht. Call of Duty zum Beispiel nicht. Gibt's auch immer diese schönen 15 Euro Map Packs. Sexy Outfit Pack. Ja, ist ja mein Zylinder weg? Wenn ja, dann rege ich mich aber auf. Wir kaufen es mal nicht. Okay? Ich übersetze es trotzdem, so gut ich kann. Lass die NPCs in der Welt... Ach, die NPCs. Okay. Also lass die NPCs in der Welt ein bisschen was... Komfortableres schlüpfen. Aber nein. Gut. Dann passt das. Sagt der Fisch irgendwas Neues? Nö. Kann ich hier irgendwo was Neues entdecken mit dem Doppelsprung? Scheinbar nicht. Na gut, dann gehen wir einfach mal... den offensichtlichsten Weg entlang. In den Wald! Der ersten Kartenwechsel, glaube ich, sogar soweit. Ich weiß. Bist du jetzt wichtig? Nein? Okay. Dann gehen wir. Ach, guck mal. Neues Karte. Neue Karte, neuer Shopkeeper. Hat er gleich neue Angebote? Kaufe dein DLC hier. Du siehst... bekannt aus. Vielleicht hast du meinen lang verlorenen Bruder getroffen. Der genau dieselben Sachen verkauft hat. Interessant. Ich nehme trotzdem dein Geld. Ja, das Geld, was neben dir in der Luft fliegt. So, noch mehr Geld. Nein, ich wollte nicht da reinfallen. Hehe, 69 Münzen. Gut. Interessant. So, dann nehmen wir uns das hier. So eine Karte. So eine Minimap links oben, rechts oben oder so. Das wäre... Dafür würde ich auch noch gerne ein DLC bezahlen. Die wäre recht hilfreich, um alles zu finden. Ich hoffe, sowas gibt es später. Ansonsten habe ich da so ein paar kleine Probleme. So, das. Hier können wir gleich nach unten fallen. Für ein paar Münzchen. Ne, da kommen wir nicht hoch. Sehr brutal, die Musik. Dafür, dass es noch keine Gegner gibt. Aber gut. Um Gottes Willen, aber hier gibt es Geld ohne Ende. Dass ich auch immer dachte, dass wir so viel Geld brauchen. Danke sehr. Ich nehme Geld gerne. Ich bin ein Mann mit Zylinder. Ich brauche das Geld. Einfach um fancy auszusehen. So. Um Gottes Willen. Einfach überall Münzen.
Na gut, warum nicht? Können wir uns wenigstens schöne Sachen davon kaufen. Was wollen wir denn überhaupt noch haben? Die Pferderüstung könnten wir gerade noch kaufen, aber die brauchen wir ja nicht. Deswegen kaufe ich die auch mal noch nicht. Und die kleinen Bäumchen lasse ich jetzt da. Ich denke nicht, dass jeder kleine Baum irgendwas bringt. Die Schafe machen wir weiter, aber nicht die kleinen Bäumchen. Ich hätte gerne Walljump. Das wäre noch ein cooles Element. So, dann schauen wir noch in die Höhle hier rein. Dann mal nach links. Oh, Gottes Willen. Kommt mir vor wie bei Mario. Da gab es ja in den allerersten Level, der einer der ersten Röhren auch so einen Raum. Einfach voll mit Münzen. Oh, der Pfeil möchte mich nach rechts führen. Bin ich mal gespannt, welche teuren DLCs ich kaufen muss. Ach, das Lager des Bösewichtes hier voraus. Okay. Schauen wir trotzdem nochmal hier. Was gibt's hier zu kaufen? Ein Zombie-Pack. Zombie und Zylinder, das Spiel mag mich. Achtung vor dem Troll. Awardment unlocked. Oh, hallo Troll. I didn't even feel that. Oh, I'm going to need a better weapon. Problem? Oh, typisch Troll. Zeigt natürlich Problem. Dann laufen wir eben mal zurück und schauen, ob wir von unserem Geld noch ein paar DLCs kaufen können. Aber das schauen wir, glaube ich, erst im nächsten Paar, meine kleinen DLCs. Oder meine großen DLCs. Ja, das können wir uns alles leisten. That doesn't really fit, but... Das schauen wir alles im nächsten Part. Bis dann! Tschüss!